Ah. Was haben wir denn so? Einen neuen Bogen? Macht er mehr Damage? Ja, ein bisschen. Oh. Ist gewittert. Okay, wir können weiter. War nicht so spannendes dabei. Okay, let's get inside that mansion now. Jetzt sorgen wir mal dafür, dass wir in diese Mansion kommen. So. Das hat uns direkt nach draußen gebeamt. Sehr ja. Gut. Vorsicht, ein Skelett hinter dir. Ja, ja. So, soll Kopf verrecke. So, da hinten kommen noch mehr raus. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Lassen wir die da einfach eiskalt stehen? Ich glaube, wir ignorieren sie. Wie viel Gold hast du bekommen? 2, glaube ich. Guck uns das gleich nochmal an. Lass uns erstmal kurz in den Shop gehen, weil ich brauche unbedingt Fleisch und sowas alles. Leck mich doch am Arsch, ey. Also diese Viecher machen Schaden, das ist pervers. Also, da kommt man halt echt nicht gegen an. Och, geht eigentlich ganz gut. Ja, beziehungsweise man selber macht halt so arsch wenig Schaden. Ja, es gibt ja auch noch bessere Waffen nachher. Ja, hoffentlich. Oh, Mist. Aber ich habe lange durchgehalten. Ja, ich bin schon wieder fast tot. Lustig, man spawnt in dem Grab. So. So, dann gehen wir erstmal dahin und holen uns mal neues Fleisch, würde ich unbedingt empfehlen. Oh, da liegt noch ein bisschen Zeug. Zack. So. Nompf, 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 so. Guten Tag. Ich bin schon wieder fast tot, ey. So. Also ja, 2 Nuggets habe ich bekommen. Nuggets. Okay. So, aber erstmal hier, Quatsch, damit so, Fleisch Hosen. Kaufen. Oho, oho. Das ist ein Stiefel. Hast du noch irgendwelche Brustschutz? Ja. Gib mir meine Brustrüstung noch mit. Das hier beispielsweise. Keine Ahnung, Hauptsache ich hab irgendwas. So, ich hab 2 Teile vom Angelic Set. Oh, sehr cool. Hast du noch eine Hose über? Warte mal, was hab ich hier? Da. Super, danke. Ich leg mal ein bisschen was in die Kiste rein, weil sonst das Inventar so langsam voll wird. Ja, hier kannst du in das, in die... Oh, ich habe hier noch ein relativ gutes Schwert. Guck mal, guckst du gerade in die Truhe? Das kannst du gerne haben, wenn du möchtest. Das erste. Ich sehe das nicht, was du in die Truhe gelegt hast. Achso, ist das nicht eine gemeinsame Truhe? Nee. Dann hier. Hinter dir. Ja? Hinter dir. Achso, du hast am Boden geschmissen. Was war das jetzt? Ein verzaubertes Schwert, eins aus dem Set hier, aus irgendeinem der Sets. Das habe ich schon. Ja, was steht da vor der Tür? Arschloch. Wir haben Besuch. Und er hat was zu essen mitgebracht. Tschüss. So. Auf zur Mansion von Herobrine. Wir müssen mal kurz ins Questlog gucken. Also stimmt. Warte mal, das machen wir in der Hütte, da spawnt nichts. Get in the Mansion, habe ich noch schnell lesen können. Ja. Zack. So, dann gucken wir da nochmal kurz rein. Quest 3. Von 6. Get in the mansion and find all the acolytes. Also wir sollen in die Villa gehen und dort alle Akolyten töten. Areiter the Spider, also die Spinne, Sato den Magier, Benetta die Hexe. Und wir sollen sie alle töten, um zu Herobrine zu kommen und ihn davon abzuhalten, Wither zu beschwören. Okay, go go. Oh, das Schloss wird bestimmt gruselig. Meinst du? Ja. Achtung! Jetzt hätte ich was genießt. Boah, aber wie detailverliebt die Hütte bitte ist. Ja. Also ich gucke mir die gerade mal ein bisschen mit Optifine an. Sieht sehr, sehr cool aus. Dagegen sind unsere Häuser nix. Doch, die sind viel cooler als das da. So, müssen wir uns hier erstmal kurz durch die ganzen Leute schlachten. Schau mal, eine eingebrochene Treppe. Ja, stirb. Okay.
Ist total verbuggt. Ja, der hüpft immer hoch und runter. So, dann lass uns da mal reingehen. Oh, die betuscheln was. Und dann habe ich dem voll eins auf die Fresse gehauen. Aua. Warum kommen die denn her? Au. Oh, sag mal. Ihr Drecksschweine. So. Es ist ja hier uferlos. So, wir haben hier mehrere Optionen, die wir gehen können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in jedem von diesen Abschnitten einen finden. Oh, das ist geil. Wo bist du jetzt gerade? Links rum, ne? Ich bin in das eine Ding rein. Ja. Juvi, die töten mich. Ich töte sie, wenn sie dich töten. Warum habe ich nur das Gefühl, dass du jetzt auf einmal weg bist? Ja, ich musste irgendwo hin erstmal von den Gegnern weg, damit ich einen Heiltrank schlabbern kann. Ja, muss ich jetzt auch machen. Ja, wir sind ein tolles Team, ne? Das ist wie immer. Ja klar, du hast mich da erstehen lassen. Ja, was soll ich machen? Ich hab kaum Hunger, ja? Ich hab einen Lebensbalken, einen Treffer und ich bin tot. Warum soll ich bei dir in der Nähe bleiben, mit dem Risiko, dass ich getroffen werde von was? Ja, weil ich dir gerade 3 Gegner abgenommen habe. Ja, damit ich dann dranbleib mit und sie mich mit einem Schlag töten. Ja, gute Idee. Bewegen, gute Idee. Jung, bewegen. Wie soll ich mich bewegen, hey? Du kannst es einfach nicht. Und dann hast du gemeint, ich bin weg. So. Ja, da warst du ja auch weg. Oh, das sind Elite-Gegner. Ich habe einen Elite-Gegner gefunden. Hittet der Bart das nicht einfach? Wig, wig, wig. Er ist ein Feuer. Idiot. Nein, jetzt bin ich tot. Wow, mein Spot auf dem Friedhof. Uncool. Ja, uncool. Also die Elite-Gegner sind wirklich sehr stark. Ja, sind nicht umsonst Elite-Gegner, ne? Okay, der hat mich gekillt. Okay, dann warte ich mal auf dich. So. Ich warte in der Eingangshalle. Ich komme. Okay, aber ich finde das Haus sehr geil. Jop, definitiv. Moin. Okay, bist du soweit? Nö. Hallo Freunde, kommt mal. Oh, den Bogen benutzt ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Oh, daneben geschossen. Muss man nur treffen, ne? Aber irgendwie mache ich den kaum Schaden, habe ich das Gefühl. Gott, ich kann mit dem Bogen gar nichts. So. So. Sehr schön, das haben wir super hingekriegt, Juvi. Und jetzt gewittert's auch noch. Wo ist jetzt noch das. Wo ist noch der Elite-Typ? Ja, ich weiß nicht, ich laufe hier gerade mit gezogenem Bogen durch die Gegend. Ah, wo spannend, bist du? Spannend. Mir ist auch das. Hier hinten. Oh. Oh. Okay, ich bin tot. Alter. Stirb doch mal. Oh, apropos, er ist gestorben. Yay, Party! Du, dip, 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 dip. Was bist du denn für einer? Ich bin übrigens auf dem Weg her, ne? Jupp, sehr gut. Sterben hier die ganze Zeit, wir sind voll super. Du, wie gesagt, ich habe noch nie sowas gespielt hier. Ist okay. Wir stellen uns hier an wie die ersten Menschen, würde ich sagen. Bist du schon wieder da? Nee. Ich warte mal in dem Bossraum. Ach, da bist du ja schon. Boah, im Elite-Monster-Raum meinst du? Ja, von mir ist auch das. So, dann forschen wir mal die Gegend weiter. Wir haben noch ein paar Leute zu töten, ne? Boah, der Raum hier ist geil. Oh ja. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Nö, ne?
gehört doch bestimmt alles da rangeklippt eigentlich, oder? Ja. Nee, nicht sauber gestaltet, die Map. Kann schon sein, dass es sauber gestaltet ist, dass... Oh, das finde ich hier richtig geil. Ja. Ja. Hat gewittert. Ja. Ich finde es auch geil, dass es hier so eingestellt ist, dass die ganze Zeit Nacht ist. Ja, das ist halt schon... Das erhebt die Stimmung hier drin oder eben doch nicht, je nachdem. Hier hängt der Kessel überm Feuer. Ja. Da hinten ist noch ein Gegner. Das sieht aus wie eine Tür, aber da kommen wir nicht durch. Ja, sollen Kühlschränke sein oder Lagerräume oder sowas. Ja, vielleicht auch ein Geheimraum, wo wir später rauskommen als Abkürzung. Au! Alter, was ist das für ein Bogen? Gar keiner mehr. Okay, da war nix. Ich würde vorschlagen, wir gehen gerade durch. Wir bleiben erstmal in der unteren Etage, ja? Ja. Wir handeln hier erstmal, aber ich sehe hier gar nix, ey. So. Okay, hier ist nix. Keine Truhen und nix. Hier gibt's noch einen kleinen Eingang, der so ein bisschen in die Katakomben führt. Ja, dann runter in die Katakomben, würde ich sagen. Da finden wir auch noch ein Schild. Das sieht auch wieder nach einem Bossfight aus. Ja, die Hexe. Benetha the Witch. Press button when ready. Da müssen wir, oder? Special Potions. Das sind ihre Special Ability. So, wo ist sie? Was ist denn das für eine Hexe? Die muss doch zaubern können. Die Hexen schmeißen hier Tränke. Oh, so. Sie kommt erstmal aus der Decke geflogen, kriegt Schaden. Ich mache hier schon wieder keinen Schaden. Oh, ich bin vergiftet. Stehen noch irgendwelche Leute, denen mache ich wenigstens Schaden. Glaube ich. Okay, ich bin tot. Ich wurde mit Magie getötet. Jetzt schmeißt sie nichts mehr. Hahaha, ha, ha. Ich hab dich in die Ecke gedrängt. Ich kann sie nicht hitten. Ich gebe dir einfach Rückendeckung vor den Monstern. Ja. Ding dong, the witch is dead. Witch or witch, the wicked witch. Oder auch nicht. Ich hab gar nicht aufs Essen geachtet. Also die macht mich gerade schon wieder kalt, ne? Ja, wie gesagt, ich kann dir leider nicht helfen. Ich existiere für die irgendwie nicht. Ne, ich stehe einfach vor dir und die hittet mich auch nicht. Oh, jetzt kann ich sie angreifen gerade. Aber ich existiere für sie trotzdem nicht, habe ich so den Eindruck. Oh doch, jetzt... Die hat mich vorhin auch die ganze Zeit ein bisschen ignoriert, ne? Oh. Au. Stirbschlampe. Jetzt mache ich wieder keinen Schaden, aber na gut, sie ist tot. Irgendwie ein bisschen komisch. Hast du die Schallplatte gekriegt? Ja. Ich bin noch ein paar Sekunden vergiftet. Das würde ich gerne noch abwarten. Alter, hört dieses Gift auch mal auf, das tut ja unglaublich weh. Gut, dass ich noch eine Potion hatte. Du kannst doch nicht die Flaschen einfach wegschmeißen, ne? Doch, klar. So. So. Benetta. Benetta! Mein liebster Freund. Aha, seine Geliebte, ne? Oh, da ist der Loot, hey. So, zack. Ich will auch ein bisschen was an Gold haben. Also ich kann dir noch eine abgeranzte Rüstung geben, wenn du möchtest. Oh, stimmt. Ich habe keine Rüstung und keine Hose mehr. Hose kann ich dir auch bedienen. So, Hose habe ich. Rüstung bräuchte ich noch. Achso, guck dir mal kurz die Hose an. Du schmeißt einfach mal gerade ein bisschen was rüber. Musst du gucken, was dir besser gefällt. Naja, eine Rüstung gefällt mir schon so. Fast schon. Okay, raus hier. Ach, da drüben ist die Tür aufgegangen. Okay. So. Auf zu neuen Abenteuern. So, dann haben wir den. Oder sie in dem Fall. Okay, dann nach oben. Das ist schon mal Teil 1 von 3. Und dann würde ich sagen, ja, nach oben. Alter, mit Lavafall und allem drumherum hier. Links oder rechts? Ja, hier müssen wir links. Okay. Bossfight, Sato der Magier. Moment, nochmal ganz kurz zu dem Raum umgucken. Lass die Creeps hier erstmal erledigen.
Ich habe das Gefühl, hier oben werden wir gegen ihn kämpfen. Ja, ja, aber das, gerade deswegen. So, bist du soweit? Die Creeps eben clearen. Moment, ich will nicht gerade mit einem Raum stehen. Okay, kann losgehen. Ja, wir werden eh rennen. Teleport, Blindness und Grip. Ja, Teleport bei der Map, geil. Oder bei dem Raum. Ich habe euch erwartet. Da, hinter dir, hinter dir. Au, oh, und er zündet Leute an. Alter, was ist das für ein... Wo bin ich? Blindness, und er hat mich irgendwo hin teleportiert. Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Was ist das für was sind das für Kürbisse? Keine Ahnung. Ah. Die haben Brechstangen, die Kürbisse. Oh, fuck. Wurde während des Kampfes mit was? Mit Rondrak? Oh. Jetzt hat er mich schon wieder irgendwo teleportiert. Can you see me now? Nein. Nein, ich seh dich nicht. Ich Wo seh bist dich du? Nicht. Ich will Hallo. Dich sehen. Mutti. Lass mich in Ruhe, ich brenne. Ich habe ihm ins Knie geschossen. Oh nein, er wollte doch mein großer Krieger werden. Ich bin schon wieder irgendwo. Irgendwo und nirgendwo. Grats. Ja, und dann ist verdammte rumteleportiere noch. Ja, yeah, wir haben ihn. Hier ist die Schallplatte. Nein. Juwi verdorrte. Oh, Gott, ey. Meine Güte. So, ja, ich hab die Schallplatte. Na dann. Was? Hä? Achso, das ist jetzt die Boss-Fähigkeit ist noch aktiv, obwohl der Boss tot ist, weil die Schallplatte noch nicht drin ist. Also hast du die Schallplatte rein. Da ist sie, zack. So. Blut! Sato ist dead. Also Sato ist tot. Unmöglich. Wart mehr nicht? Ein Nugget und eine Potion? Ach, eine Berserker-Potion, okay. Die macht ganz viel Zeug, aber auch nur 25 Sekunden. Kann ich mir für den nächsten Bosskampf aufheben. So. Ich muss mal regenerieren. Ja, mach das und dann gehen wir mal direkt in den gegenüberliegenden Raum. Wie geht regenerieren besser, als mit einem Schluck zu trinken? Prost. Cheers. Oh. Oh, da kommt schon der nächste Kumpel. So, ich bin soweit. Bin auch halb voll. Vom Trinken. So, wir haben ihn runtergeschubst. Tschüss. Nein, ja, zwei Liter. Zwei. Zwei Liter Viecher. Komm, komm zur Treppe, komm zur Treppe. Wir versuchen sie runterzuschubsen. Wir müssen mit unserem anderen Kumpel. Wir brauchen die ja. Gerade die werden ja sicherlich ein bisschen geileren Loot dabei haben. Ja, ich bin tot, so. Au, oh, ich auch. Hilfe, ich bin hier so in die Ecke gedrängt worden. Ja, hier ist noch ein anderes Skelett, das muss jetzt auch erstmal weg. Scheiße. Einer ist tot. Puh. Der zweite ist auch tot. Oh, die können aber ordentlich was, ey. Die hauen gut raus, ja. Moment, so. Muss ich mich mal kurz anders hinsetzen, so. Okay, hier habe ich schon mal bessere Boots. Huch, wo sind sie hin? Ach da. Okay. Oh, Demonic Set, cool. So, Angelic Demonic Set, das ist das, was, das ist das Bessere. Das ist das Beste. Oh, ich war gerade am Ausrüsten, du Arschloch. Ja. Da kommt der einfach hier rein, weißt du? So. Okay. Gut. Ja, Fraser ist eine gute Idee. Ja, wollen wir voll machen. Jetzt geht's hier drüben wirklich ab. Au! Die schießen mir in den Rücken, die Schweine. Ah, hier sind die Endertruhe. Hier ist eine Endertruhe dann. Okay. Kann ich gleich noch ein bisschen was reinschmeißen.
Erstmal muss ich noch Creeps verprügeln. Stirb, du Kartoffel.